So, hier haben wir jetzt unsere Pre-Walker für die ganz, ganz kleinen Minis, die gerade anfangen zu laufen. Neu ist dieses Jahr, dass die Pre-Walker einen Doppelklett haben. Das ist natürlich absolute Spitze, weil nicht nur, dass da jetzt auch noch ein höherer Spann reinpasst. Guckt doch bitte mal, wie weit man den aufkriegt. Es ist doch der absolute Wahnsinn. Also da passt der kleine süße Kinderfuß auf jeden Fall rein. Und hier sogar auch ein mittelbreiter Fuß. Denn bei den anderen, die wir sonst immer hatten, mit dem einfachen Klett, der ist ein bisschen anders geschnitten, passt doch eher ein schmaler Fuß rein. Und der Spann darf da auch gar nicht so super hoch sein. Ne? Sonst greift hier nämlich der Klett an der Seite auch gar nicht mehr. Genau. Und für alle, die sie selber noch nie in der Hand hatten, jetzt hat sich das Schild verabschiedet. Oh. Guckt doch mal bitte, was das für ein super, super weicher Schuh ist. Das ist wirklich einer der perfektesten Schuhe für kleine Laufanfänger, die man sich so vorstellen kann. Genau, aber da sagen wir, die Kinder sollen schon laufen können, Die ne? Kinder sollen unbedingt, wenn es geht, 6 bis 8 Wochen freihändig laufen. Das heißt, sie sollen sich nicht mehr an Möbeln festhalten, sollen nicht mehr nach der Hand von Oma und Opa, Mama, Papa, wem auch immer fragen, sondern die sollen wirklich alleine relativ sicher losstiefeln, bevor sie die kleinen süßen Schuhchen als Schutz für die Füße für draußen anbekommen. Genau, und weil ihr alle fragen werdet, Krabbelkinder empfehlen wir die Orangenkinder. Genau. Oder Lederpuschen generell, ne? Genau. So, womit machen wir weiter? Wir bleiben bei den kleinen Mäusen. Und da haben wir hier die Modelle Mini. Einmal mit dem Doppelklett und einmal mit dem Schnürsenkel. Beim Schnürsenkelmodell ist es wieder so, dass man den nochmal individueller an den kleinen Kinderfuß anpassen kann, als den mit dem Klett. Und bei dem Klett ist es natürlich so, da können die Mäuse auch selber ganz, ganz schnell mal den Schuh an- und ausziehen. Der Mini heißt auch extra flexibel. Ich zeige euch auch gleich sofort wieder warum, weil der wirklich von der Sohle her absolut mit dem kleinen Kinderfuß in alle Richtungen mitgeht. Der ist super, super weich. Hat hier so ein schönes glänzendes Leder, ist auch ganz, ganz pflegeleicht. Guckt mal, wie toll man da den Fuß reinbekommt. Auch wenn die Mäuse in dem Alter noch ein bisschen zappelig sind, kommt der Fuß da ganz, ganz einfach rein und kann hier mit dem einfachen Doppelklett wieder verschlossen werden. So. Die Mini-Schnürer, die wir gerade hatten, die fangen bei uns sogar schon bei der Größe 20 an. Also wirklich kleine Laufanfänger. Und gehen hoch bis zur 26. Preislich fangen sie beide, auch der Kletter, hier bei 64,95 an. Aber den Schnürer, den gibt es erst eine Nummer größer ab der 21 und der geht auch bis zur 26 hoch. Da meinst du den Kletter, ne? Ja, den Kletter. Danke, vielen Dank. Genau, das ist tatsächlich das Modell für schmale Füße, vielleicht auch mittelbreit, aber ein breiter Fuß passt da nicht rein. Da haben wir ein ganz anderes Modell und zwar den Pay. Wieder einmal als Schnürvariante mit all seinen Vorzügen und auch als Doppelkletter. So, dieser Schuh kann zaubern, ich sag's euch. Und ich zeige euch auch warum. Einmal wieder dieser wunderschöne einfache Doppelklett. Und jetzt kommt's. Jetzt ist nämlich das Innenleben des Schuhs total interessant. Ich hole mal beide Sohlen raus. Was kann ich mit den beiden Sohlen machen? Habe ich ein Kind, was zum Beispiel einen mittelbreiten Fuß hat, kann ich in den Schuh beide Sohlen reinlegen. Und dann habe ich in dem Schuh sozusagen ein bisschen weniger Volumen und kann den aber ganz toll an einen mittelbreiten Fuß oder leicht breiten Fuß anpassen und auch mit dem Klettverschluss und der Höhe vom Spann ordentlich spielen. Da passt auch wirklich ein hoher Spann rein.
wenn ich jetzt ein Kind habe, das wirklich einen sehr breiten Fuß hat, dann mache ich Trick 17. Und zwar schummel ich Volumen hinzu, indem ich einfach eine der beiden Sohlen rausnehme. Und dann passt der Schuh auch an einen wirklich breiten Fuß mit einem hohen Spann. So. Das mal zu den breiten Füßlein, wenn es nicht der Frodo Barefoot sein soll, kann man auch sehr gerne auf die Pay-Varianten zurückgreifen. Dann sind hier noch ganz viele wunderschöne andere Modelle gekommen. Die sind alle tatsächlich hier einmal der Rosario, die Shelly Shelsey Boots. Dann haben wir die, warte mal, kurz zurück. Ja. Die Dolby. Genau, haben wir hier so einmal noch in Rot und einmal in Blau oder Electric Blue. Und das gibt alles auch noch in mehr Farben. Ne? Genau, genau, genau. Und dann haben wir hier die Mirocco und den Julio, ja, oder Julio. Wir sind uns noch nicht einig. In zwei extrem coolen, stylischen Varianten. Und die Schuhe sind wirklich alle eher für schmale bis mittelbreite Füße. Und wer ein Kind hat mit ganz, ganz, ganz schmalen Füßen, der kann hier bei dem wunderschönen Julio mit Twist erstmal sowieso den ganz toll und weit aufmachen. Aber dadurch, dass der hier oben diesen ganz tollen Drehverschluss hat, zack, einmal zum Verschließen wieder drücken, dann knackt es so schön, kann man den, indem man hier dreht, den wirklich schön an einen schmalen Fuß anpassen. Kleiner Geheimtipp von unserer lieben Helene. Die hat den nämlich zu Hause für ihre große Tochter mit sehr schmalen Füßen. Und zu denen sollte man schon sagen, da ist man jetzt von einem Barfußschuh weiter das weg. Das ist kein, ne, Barfußschuh mehr. Das sieht man hier auch an der Sohle. Ja. Das ist ein ganz klassischer Sneaker. Genau. Diese wunderschönen Schuhe in den zwei verschiedenen Größen, den haben wir von der Größe 31 bis zur 39, also auch für etwas größere Füßlein. Und der fängt bei 99,95 an. Dann haben wir ja auch noch die tollen Chelseas. Und ja, bei Chelseas, also erstmal ganz wichtig, ne? Man kommt super gut rein, weil man hier den Reißverschluss hat. Ja, bei Chelseas muss man gucken, wer sie kennt und wer sie schon mal hatte, der wird sie lieben. Sie passen halt nicht an alle Füße. Ist auch wieder mittel bis schmaler Fuß. Der Spann darf nicht zu flach sein, sonst schlackert der Fuß. Ja, aber auch nicht zu hoch, weil es halt sonst drückt. Also auch so für einen mittelhohen Spann bis leicht hohen Spann sind die super. Und auch hier ist die Sohle zwar so, dass sie mitgeht, aber es ist auch kein Barfußschuh mehr. Na? Genau, die wunderschönen Shellys fangen ab der 26 an und gehen teilweise je nach Farbe hoch bis zur Größe 40 und preislich beginnen sie bei 73,95. Genau, und es gibt noch mehr Farben und Muster, ne? Genau. Dann Lieblingsschuh von meiner Tochter. Rosario. Warum ist das der Lieblingsschuh? Ich weiß gerade gar nicht, ob man das schon machen kann. Ja, so ein bisschen. Also wenn man den, doch, man sieht es, wenn man den zu Hause hat, sieht man, nachdem man ihn zwei, dreimal getragen hat, dass er unendlich weich wird. Der hier ist jetzt wirklich noch neu und lässt sich jetzt schon ganz, ganz toll biegen und bewegen. Der ist sehr flexibel, wirklich auch für schmale Füße. Je nachdem, wie breit der mittelbreite Fuß ist, kann es sogar sein, dass er zu schmal ist. Also wirklich tendenziell eher für schmale Füßlein. Und auch wieder mit dem Doppelklett einfach zu öffnen und zu verschließen und wirkt halt wirklich besonders cool durch diese Sohle im Used-Look. Diese Used-Look-Sohle haben tatsächlich auch Dolby und Mirocco. Ich halte das hier mal hin. So. Guckt mal.
Die sind nicht getragen, die Schuhe, die sind niegelnagelneu. falls sich jemand wundert, das ist einfach ein extrem cooles Design, weil es sind ja auch wirklich coole Schuhe, muss man ja sagen. Jetzt fokussiert er auch, dann kann man es auch sehen. Genau. Ich zeige euch noch einmal den Mirocco. Hier hatten wir schon eben diese coole Sohle, auch schön hochgezogen, ne? Für kleine Rabauken, dass der Schuh vorne im Zehenbereich geschützt ist. Wir haben wieder den Doppelklett, auch hier eher für einen schmalen bis mittelbreiten Fuß. Ganz süß gemacht mit diesen Applikationen. Ein wirklich sehr, sehr hübscher Schuh. Und von der Passform sehr ähnlich, aber ein bisschen von der Optik anders ist hier unser Dolby. Jetzt nehme ich mal den roten. Auch eine tolle Farbe. Wahnsinn, vor allem auch mit dem Grau. Ne? Mhm. Das haben sie wirklich schön gemacht, dass sie da so Kontrastfarben genommen haben, die ganz toll zueinander passen. Bei dem Electric Blue mit dem Gelb finde ich das auch richtig, richtig toll. Und das Besondere ist halt wirklich dieser Materialmix. Ne? Das sieht ganz, ganz toll aus hier mit diesem ganz, ganz weichen, angerauten Leder. Und dann als Kontrast das Glänzende. Wirklich, wirklich hübscher Schuh. Und da muss ich gerade mal überlegen. Die fangen an bei der Größe, die Dolby 26, gehen bis zur 35 hoch. Die Mirocco übrigens auch. Hinten bitte nochmal, ne? Der Dolby fängt bei 71,95 an und der Mirocco bei 79,95. Und der Rosario zum Beispiel haben wir je nach Farbe ab der 24 bis 30 oder manchmal 28. Und der Preis liegt bei 67,95 bei den kleinsten.